BBM ist ein Sondermaschinenbauer im Extrusionsblasform. Wir sind 120 Leute hier am Standort in Langenberg und entwickeln uns stetig weiter und sind da in der Zwischenzeit so weit, dass wir in bestimmten Bereichen uns als Technologieführer bezeichnen können. Unsere Anlagen verarbeiten Granulat, schmelzen dieses im Extruder auf, drücken das dann in das Schlauchwerkzeug bzw. in den Extrusionskopf, formen einen schlauchförmigen Vorformling auf. Dieser wird dann von der Schließeinheit mit der Form erfasst, fährt dann zur Seite in einer sehr, sehr schnellen Bewegung und da taucht dann der Blasthorn ein, bläst den Artikel auf, drückt den Kunststoff gegen die gekühlten Seitenwände der Form, sodass dieser erstarrt. Danach werden noch die Abfälle abgeschlagen und der Artikel ist im Endeffekt fertig. Bei der Anlage sind die Herausforderungen, dass wir im Endeffekt versuchen, die Todzeiten so gering wie möglich zu halten. Das heißt, wir brauchen schnelle Bewegungen, schnelle Regelung, genaue Positionierung, müssen mit hohen Kräften arbeiten, kompakt bleiben. Und dafür brauchen wir einfach gute Komponenten, die uns das Ganze ermöglichen. Also wir haben von der Motion-Technik, also Motoren, Umrichter, über I/O-Klemmen bis hin zur CPU und dem Panel, dann in der Applikationsanwendung, gerade der Bereich Blasform, der uns da durch verschiedene Softwaremodule stark unterstützt hat. Viele Komponenten, die wir da vom Backoff zusammen in einer Lösung einsetzen und da wirklich ein kompaktes Gesamtsystem erzeugen. Die Zusammenarbeit mit der Firma Beckhoff ist sehr gut. Wir sind im engen Austausch, entwickeln auch Lösungen zusammen und erarbeiten da für unsere speziellen Herausforderungen maßgeschneiderte Lösungen.